Ah, servus. Ja, ihr habt euch bestimmt schon überlegt, wo bin ich denn heute? Vielleicht wisst ihr es, es ist die Festung Königstein in der Sächsischen Schweiz. Und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, dass ich gerade auf der Durchreise bin hier, fahre ich mal schnell vorbei und bringe euch ein anderes Thema nahe, das Thema Kompression der Landschaft. So, Kompression der Landschaft heißt, wir fotografieren weniger mit dem Weitwinkel als dafür mit einem Tele. Und dadurch, durch den Einsatz des Teles, werden weiter entfernte Geopunkte, also Berge oder Hügelketten, zusammengeschoben. Und es kann aber auch insbesondere in den Alpen oder in den Bergen ganz tolle Effekte erzielen. Diese Effekte setzt man natürlich auch bewusst ein, in den Alpen, bei den Hügelketten. Das sieht man schön in der blauen Stunde oftmals mit so ein bisschen diesigen oder gegen den diesigen Himmel oder gegen die Sonne im Abendlicht. Sieht man so eine Hügelkette hinter der anderen. Das ist ein ganz toller Effekt, wird oft erreicht durch den Einsatz des Teleobjektivs. Nun, die meisten haben einen Standard-Zoom dabei. Vielleicht ist es das Kit-Objektiv, meistens 18 bis 55 mm hier bei meiner Canon. Hier in dem Fall ist eins dabei. Das hat 18 bis 135 mm, es ist schon ein Tele an der APS-C-Kamera, umgerechnet aufs Kleinbild, also 1,6 mal 135, sagen wir mal grob um die 200 und ein bisschen. Viel eindrucksvoller wird der Effekt allerdings, ich habe da mal was vorbereitet, viel eindrucksvoller wird der Effekt, wenn man so ein richtig schönes, großes Tele nimmt. Ja, da geht dann auch noch was. Ja. Ein Sigma 150 bis 600. Und dadurch wird der Ausschnitt zwar immer kleiner, aber die weit entfernten Hügelketten liegen noch näher beieinander, als es wahrscheinlich optisch ist. Ich zeige euch mal, wie hier die Verhältnisse sind. Und dazu drehe ich mal die Kamera um und lege mal meine Ausrüstung auf die Seite. So, hier am Felsenabgrund mit Blick ins Tal wird das Ganze schon etwas deutlicher. Und im Hintergrund sehen wir einen Fluss. Wir sehen, vielleicht seht ihr das gerade, den Tafelberg da hinten und weiter hinten noch Einblicke auf die Sächsische Schweiz. Jetzt werde ich mal viel näher mit dem Weitwinkel hingehen. Ich lege dazu mal den Rest hier auf die Seite. So. Jetzt sehen wir den Blick durch ein sehr starkes Weitwinkel und sehen, dass wir natürlich alles drauf kriegen. Was wir aber auch sehen, ist, dass die Berge hier hinten im Hintergrund fast nicht zu erkennen sind und auch sehr weit hier von dem Tafelfelsen wegliegen. Und durch den Einsatz vom Tele versuche ich das jetzt mal ein bisschen näher zusammenzubringen. Dazu muss ich jetzt mal schnell das Objektiv wechseln. So, jetzt habe ich das große Sigma drauf, schon 150 mm Brennweite eingestellt. Und ganz im Hintergrund sieht man so ein bisschen das, was ich versucht habe vorhin zu sagen, diesen gestuften Hintergrund, bisschen blau durch den Dunst. Vielleicht geht dann noch was in der Nachbereitung. Ich mache dann nachher noch ein paar Bilder mit der Kamera. Aber ich zoome jetzt einfach mal rein, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen. Ja? So. Man sieht schon, es rückt immer näher und näher zusammen und man meint fast, die Berge liegen direkt wie eine Scheibe Papier an der nächsten Scheibe. Und sogar das blaue Dunstige ist hier dabei. Ja, ich denke, durch die Nachbearbeitung und ein bisschen Spreizen des Histograms kann man hier noch einiges machen. Also das wäre jetzt die Aufgabe gewesen. Fotografiere eine Landschaft in der Kompression oder komprimiere die Landschaft. Ja? So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt mache ich noch ein paar Aufnahmen. Thank you.
Sache. Ich habe jetzt meinen Rundgang um die Burg gemacht, auf dem Patrouillenweg. Ich habe euch versucht, ein bisschen beizubringen, aufzuzeigen, was es heißt, eine Landschaft zu komprimieren. Hab im Hintergrund noch die schöne Burg mit euch geteilt. Leider konnte ich nicht mehr rein. Es ist ja jetzt schon, fast 7:30. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich zeige euch noch mein ausgewähltes Bild meiner Landschaft in Kompression und wünsche euch noch viel Spaß bis zur nächsten Folge im selber ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Ich warte drauf, dass noch einer dazukommt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Schreibt einen Kommentar rein und sagt, was hätte ich besser machen können. Also, habt Spaß. Ciao. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Hier hätte man durchaus auch die Folge Sonnenlicht im Wald drehen können. Es ist genauso schön, ähnliche Szenerie. Und ihr seht auch hier die kleinen Lichtspots überall, wo man sich nur mal das Laub näher anschauen muss. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher hin. Da einzelne schöne kleine Details. Oder auch Gegenlicht. Um nicht zu sagen, ich hätte auch sagen können, ich war in der fränkischen Schweiz, als ich die andere Folge gemacht habe. Also, habt Spaß, geht raus, just do it.